Ja, wir haben hier Christian Neithardt, Trainer des SV Wilhelmshaven. Christian, wie sieht's aus? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, so wie es jetzt im Moment läuft, sind wir sehr zufrieden. Wir haben viele junge Spieler mit eingebaut. Wir sind noch nicht am Ende. Wir wollen ganz gerne noch 3 Leute mit dazu nehmen. Wir haben heute auch noch mal einen Testspieler dabei, den Kevin Behrens. Noch haben wir ein bisschen Zeit und wie gesagt, wir wollen ganz gerne noch 3 dazu nehmen und dann müssen wir mal abwarten, was passiert noch. Was kannst du zu den bereits verpflichteten Neuzugängen sagen? Ja, ich denke mal, dass der Stefan Bremer so den größten Sprung gemacht hat in der Vorbereitung, 4-Kette links. Er macht sich wirklich gut und wir haben ja auch wirklich viele, viele junge Spieler verpflichtet und da muss man einfach mal warten, was sich daraus entwickelt. Die haben die Möglichkeiten, sich zu zeigen in der vierten Liga, aber es liegt an den Jungs selber, was sie daraus machen. Wie siehst du den SVW in der kommenden Saison, also so im Vergleich zur Konkurrenz? Ja, ich denke mal, im Vergleich zur Konkurrenz werden wir es schon schwer haben. Ne? Wir haben in diesem Jahr wirklich in den Etat drastisch gekürzt und haben auch wirklich nur Spieler dazugeholt, die wirklich ins finanzielle Konzept passen. Ich weiß, dass der Rahmen so eng gespannt ist, aber ich denke mal, dass wir so weit aufgestellt sind, dass wir zumindest konkurrenzfähig sind mit den Mannschaften, die dazugekommen sind, die auch im letzten Jahr um Abstieg gespielt haben. Aber ich denke, von der Etatlücke klafft da eine Riesenlücke zwischen uns und anderen Vereinen. Aber du, wir gehen das positiv an. Wir haben ja auch keinen Druck, wir haben kein Risiko, wir können nicht absteigen. Von daher können wir das entspannt angehen. Genau. Wen siehst du vorne in der Regionalliga? Ja, ich denke, dass Vereine wie Red Bull, Holstein Kiel, Wolfsburg zweite Mannschaft, Halle, die werden im September ins neue Stadion gehen. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine reizvolle Aufgabe, dann in diesen Stadien zu spielen. Aber ich denke mal, diese Mannschaften sehe ich schon vorne. Wie schätzt du Meppen ein als Aufsteiger? Schwer zu sagen. Wir haben auch einen Umbruch gehabt jetzt, auch viele neue Spieler dazu geholt. Ich denke mal, Meppen, wir, Habese, das sind so Mannschaften auf Augenhöhe. Und mal gucken, wer sich dann gut präsentiert. Okay, danke Christian. Viel Erfolg. Danke.